Ja, da ist so gegen 11 Uhr, hat es da aus so kleine Kamine schwarzer Rauch rausgekommen. Und ich habe mir da das so angeguckt, habe mich umgesehen, ob schon jemand ist, der mir das gesehen hat. Dann habe ich die vom Rathaus, die Mitarbeiterin, wieder gesprochen, rufe auch Polizei und Feuerwehr. Hat sie gesagt, das hätte sie schon gemacht. Und dann hat das Ding eine Weile zuguckt und ja, so nach und nach ist die Feuerwehr gekommen. Und da war die Rauchentwicklung immer stärker, am Dach oben. Ja, und jetzt, so wie es jetzt gerade ist, geschehen. Eine Feuerwehr und nach dem anderen. Das ist lang hat es immer nur geraucht und plötzlich sind Flammen gekommen. Dann ist das Konferenzzimmer ausgebrannt und dann sind die Glaserzimmer ausgebrannt und dann auch die Flammen hat es so richtig am Dach oben rausgehauen. Ja, gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr Grabenstetten hier in die Hulamann-Schule in Grabenstetten alarmiert. Zu dem Zeitpunkt beim Eintreffen der Feuerwehr qualmte es aus dem Dachgeschoss raus. Die Feuerwehr hat sofort massiv im Innenangriff durch weitere Unterstützung der Feuerwehr Bad Urach mit der Drehleiter im Außenangriff die Brandbekämpfung begonnen. Aber aufgrund der Dachkonstruktion hat sich der Brand in dem Gebälk weiter durchgefressen, sodass hier über die gesamte Fläche der Schule ca. 60 x 15 Meter nachher ein Brand entstanden ist. Die Schwierigkeit war, dass die Feuerwehr nur schwer an die Brandherde rankam. Sie versuchte dann, das Dach zu öffnen, um hier die Brandbekämpfung gezielt vorzunehmen. Schlussendlich waren dann massive Einsatzkräfte erforderlich, um die Brandbekämpfung durchzuführen. Zum momentanen Zeitpunkt haben wir den Brand unter Kontrolle. Wir sind jetzt dabei, die Brandnester abzulöschen. Insgesamt waren 180 Einsatzkräfte von Feuerwehr, der umliegenden Feuerwehr, vom Rettungsdienst, von Polizei im Einsatz. Wir haben des Weiteren aufgrund der Rauchentwicklung haben wir die Bevölkerung gewarnt. Wir haben Messungen durchgeführt, aber es bestand zu keiner Zeit irgendwelche Gefährdungen für die Bevölkerung und die Einsatzkräfte. Die Wasserversorgung wurde im Verlauf des Einsatzes knapp, sodass wir von der Kläranlage aus 600 Meter Entfernung Schlauchleitungen zur Einsatzstelle verlegt haben, um das Löschwasser sicherzustellen. Wir sind jetzt momentan dabei bei Nachlöscharbeiten. Wir haben die Situation, dass auch die Decken inzwischen eingestürzt sind bei dem Gebäude, in dem zweigeschossigen Gebäude. Die Löscharbeiten dauern bis zur Stunde an und werden auch noch gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Ja, also bis zum Eintreffen der Feuerwehr waren rund 63 Schüler und 7 Lehrer im Gebäude. Die konnten rechtzeitig und unversehrt das Gebäude verlassen. Die wurden in der angrenzenden Falkenstein-Schule untergebracht und wurden dann auch sukzessiv durch ihre Eltern abgeholt, sodass zu keiner Zeit eine Gefahr auch für die Schüler bestand. Wir haben auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Verletzte, sowohl von Schülern, Lehrern als auch von Einsatzkräften zu beklagen. Ja, also es gibt Kooperationen zwischen verschiedenen Gemeinden. Das ist Erlenbrechtsweiler, die eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen haben zur Unterstützung der Löschhilfe. Wir haben darüber hinaus die Stützpunktfeuerwehr aus Urach zur Löschwasserversorgung aus Münzingen, aus Dettingen die Drehleiter, aus Metzingen die Drehleiter und Löschfahrzeuge und Sonderfahrzeuge von der Feuerwehr Reutlingen im Einsatz. Momentan sind 3 Drehleitern im Einsatz. Und jetzt haben wir noch die Feuerwehr Hülben nachgezogen, die noch aus dem bestehenden Löschwasserreservoir noch eine Leitung zur Einsatzstelle verlegt.